Hallo liebe Freunde des rauchfreien Tabaks, herzlich willkommen bei Diverses Kanal. Heute präsentiert euch den Nico, den Sender Extra Mentor Core Snuff und den Sender Extra Mentor Fein Snuff. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich werde ihn haben. Bis dann, nach dem Intro. Herzlich willkommen hier zurück beim Diverses-Kanal. Heute ein bisschen zu später Stunde, aber ich musste noch warten, denn wir haben heute ja, wie ihr eben gesehen habt, ein Special-Intro gemacht. Vielen Dank an Carsten. Und wir hatten mal die Idee, mal diese Intros einfach mal zu tauschen, dass jeweils mal der andere mal für den anderen Intro macht. Auch da auf Carstens Kanal mal zuschauen. Ich auch habe dort auch mal für ihn dann auch, für das, was er vorstellen wollte, auch ein Intro gemacht und einfach Ausschau halten bei ihm. Den Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich unten in den Kommentaren nochmal drin. Der Carsten, der macht ja auch Schnupftabak, Snooze, Dip, alles, was da so rund um Smokeless geht. Ne, wir haben eben noch so ein bisschen lange unterhalten. Wir werden auch demnächst einen Livestream zusammen machen. Geplant ist der 16. 10. So rum ist das. Und dort werde ich mit Carsten auch mal einen Livestream machen zusammen. Weil mit dem habe ich ja noch gar keinen Livestream zusammen gemacht. Und das freut mich sehr. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Denn ja, also das ist auf jeden Fall sehr cool. So, jetzt aber zum heutigen Schnupftabak, den ich euch präsentieren möchte. Und es gibt eine Neuheit auf dem Schnupftabakmarkt. Die Firma Thunder oder beziehungsweise die Firma V2 hat sich ja wieder gewagt, Schnupftabak zu machen. Jetzt nochmal ein paar andere Sorten mit dabei. Jetzt muss ich die Dinger erstmal holen, so. Und zwar geht das nämlich heute um den, einmal um den, also um den Extra Mento. Da gibt es aber zwei Variationen. Einmal Curse, das hatten wir schon mal vor ganz, ganz langer Zeit. Das habe ich, glaube ich, sogar auf dem Boot gemacht, das Video. Also der etwas gröbere. Und der Fine Grind, den gibt es jetzt auch. Und ich habe jetzt mal bei dieser Sorte beide Dinger, damit ich mal den Unterschied gucken kann. Naja, bei den weiterführenden, also sie haben insgesamt drei neue rausgebracht. Die gibt es dann immer in der Coarse und in der Fine Grind Variante. Ich habe jetzt dann noch zweimal Coarse mit den anderen beiden. Die werden dann in die nächsten Mittwoche kommen. Aber ich habe jetzt gesagt, ich muss ja nicht von jedem jetzt alle beiden nehmen. Ne, deswegen haben wir jetzt bei diesem Extra Mento einmal ja, Fein und Coarse. So, Thunder macht ja eigentlich die berühmten Chewing Bags, die wir Deutschen ja kaufen können, oder auch die Österreicher und die Schweizer natürlich ganz legal. Das sind ja diese Chewing Bag Sache, wobei die Schweizer nicht mehr, da ist das ja verboten worden. Und das Ganze kennen wir, das ist ja dieser Fugenkit, wobei ich sagen muss, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Die Chewing Bags sind einige gar nicht so schlecht, einige wiederum, naja. Aber gebt denen trotzdem eine Chance. Ich meine, es ist trotzdem eine tolle Sache, dass sie es trotzdem herstellen für Deutschland. Natürlich müssen sie sich an Vorgaben halten. Wie wir alle, da ist ja Kautabak ist. Und ja. So, deswegen. So, jetzt hat sich aber die Firma V2 gedacht, warum können wir nicht auch mal Schnupftabak herstellen? Ist an für sich eine ganz gute Idee. Wir wollen mal gucken, ob das gut umgesetzt worden ist. Werden wir gleich mal sehen. So, wir schauen uns jetzt aber erstmal die Verpackung an und dann gucken wir mal, wie das mit dem, wie das mit der Körnung dann aussieht, ob die jetzt gröber oder feiner oder wie auch immer. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal angucken. So, also so, ich hoffe, das wird jetzt nicht ganz so hell. Nee, es funktioniert noch. Also so sieht das Ganze aus. Thunder Nasal Snuff Fine Grind Extra Mento mit dem Warnhinweis schon vorne drauf. Also wir haben hier tatsächlich schon die neuen Sachen. Dann steht hier an der Seite Thunder Snuff bei V2 Tabaco AS, also auch in Dänemark hergestellt. Ja, ein bisschen billig beklebt, muss man gleich mal zu Anfang sagen, wie man das hier sieht. Ja, gut,
Ne, sieht jetzt nicht so edel aus. So, rauchfreier Tabakgenuss, made in Denmark bei V2 Tabakco und ja, noch eine Internetadresse und dann dieses Tabakerzeugnis steht, ihre Gesundheit macht süchtig, Netto White 10 Gramm. Ja, die andere Dose sieht natürlich logischerweise genau gleich aus. Das Einzige, was jetzt hier unterschiedlich ist, ist, dass wir hier das Extramento einmal rechts haben und das Extramento einmal links. Warum, weshalb, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass man den auf den ersten Blick bei der Produktion sehen kann, aha, das ist jetzt der Coarse und das ist der Fine Grind. Kann ja sein, dass das vielleicht deswegen so ist. Ne, ansonsten sind die Dosen ziemlich gleich. Ja, dann haben wir hier an der Seite den Verschluss. Bumm, das ein bisschen nachempfunden von den Pöschel-Dosen. Ist an für sich ganz gut, hält bis jetzt hin auch dicht. Wobei diese Dose so generell, muss ich leider schon mal sagen, einen etwas minderwertigeren Eindruck macht als die typischen Pöschel-Dosen, die wir halt sonst so kennen. Ne, natürlich auch hier wieder alles nach den neuen EU-Tabakverordnungen. Das heißt, es steht jetzt nicht mehr Extramentol, sondern nur Extramento. Ne, aber ich weiß wieder, dass es wohl extra Menthol sein soll. Ne, also von der Geschmacksrichtung her. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns als allererstes mal an, wie das denn überhaupt aussieht. Also wir machen jetzt hier mal den Coarse. So sieht der Coarse aus. Sieht typisch Pöschel aus, würde ich mal sagen. Also ist im Prinzip eigentlich gleich. So, und jetzt kommt der Fine Grind. So, das ist schon mal... Also, ich würde jetzt mal sagen, naja gut, ich sag mal, dass der Kurs minimal gröber ist, aber man kann es so auf den ersten Blick nicht sehen, man müsste schon ganz genau hingucken, ja... Also, naja, fast kein Unterschied. Wir werden gleich mal gucken, ob es vielleicht beim Schnupfen einen Unterschied gibt. Nur hier auf dem ersten Blick schon mal zu sehen, ist gleich. Das reicht also, wenn ihr euch irgendeinen davon bestellt. Ob nun Fine Grind oder Curse, bleibt euch überlassen. Finde aber den Namen Fine Grind eigentlich besser. So, gut, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist richtig pulverig, wie bei McCrystals oder so. Also, das ist schon mal nicht der Fall hier. Also, ne, so denn, ne, gut, okay. So, kommen wir mal dann zum Geruchstest. Und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen gespannt drauf, ob wir hier wirklich doll Menthol rausriechen. Ich rieche mal an beiden, ne, um das vielleicht mal da, vielleicht gibt es da einen Unterschied. So, fangen wir mal an mit dem Coarse. Hm. Minimal rieche ich jetzt Menthol. Minimal. Muss ich ehrlich sagen. Also extra Menthol. Ja. Wer jetzt Menthol-Liebhaber ist, also es ist nicht ganz so mentholig wie jetzt zum Beispiel Hedges oder McCrystals. Also das definitiv nicht. Es gibt auch noch Mento und Apricool. Ne, Apricool, was könnte das sein? Ne, Aprikose. So, und ja, naja, aber erstmal zu den beiden. Ja, riecht aus der Dose jetzt erstmal schon mal nicht irgendwie, auch nach fast gar nichts, ehrlich gesagt. Also, ja, ein bisschen Geruch kommt raus, aber es ist leicht Menthol. Also jetzt nicht irgendwie doll. So, fangen wir mal an mit dem Coarse. Ja, war der jetzt, ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, gönnen wir uns mal eine Prise. So von der Konsistenz her sind die, das habe ich jetzt eben vergessen, Entschuldigung, weil mich das so fasziniert hat. Ja, fühlt sich tatsächlich ein bisschen trockener an als Pöschel, ist aber so von in der Hand her wie Pöschel im Prinzip. Nur Pöschel ist da ein bisschen feuchter. Das ist jetzt hier nicht so unbedingt der Fall. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal den Kurs und dann mal Prost. Ja. Es ist Menthol drinne. Ja, es ist Menthol drinne, okay. Meine Güte. Also es ist schon was drinne, ja klar, aber es wirkt auf mich tatsächlich, und ich muss es mal ganz ehrlich sagen, wer den Thunder Frosted kennt, den Schuh, sag ich mal jetzt, ne? Genauso
riecht das im Prinzip in der Nase. Es ist jetzt hier ein bisschen stärkeres Menthol drin, ganz klar. Muss ich definitiv sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie vom Hocker haut. Also dass man jetzt wirklich irgendwie, das Ganze ist dieser Tabak da drin, das kratzt so ein bisschen in der Nase, muss ich ehrlich mal sagen. Da ist, finde ich, dieses Coors vielleicht nicht unbedingt das Richtige geeignet für jedermann. Es ist zwar einfach aufzuschnupfen, aber der Tabak, der beißt so ein bisschen in der Nase, muss ich jetzt ehrlich mal gestehen. Da bin ich anderes gewohnt, zum Beispiel von Toke oder so, muss ich schon gar nicht mehr niesen. Aber wenn es jetzt ein bisschen Menthol, gut, nun muss ich dazu sagen, ich habe jetzt auch lange Menthol nicht mehr so häufig geschnupft, wobei ich jetzt in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr Lust hatte, auch wieder Menthol zu schnupfen. Ja, ich muss ehrlich jetzt sagen, so im ersten Geschmack, es riecht wirklich einfach nur nach den Thunder True Frosted, tatsächlich so. Also wenn man wirklich an der Dose riecht von Thunder True Frosted, so schmeckt dieser Schnupftabak im Prinzip. Das weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt tatsächlich am Namen liegt oder nicht. Das kann ich euch jetzt nicht so beantworten. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal den Fine Grind und testen den mal. Dort werden wir jetzt auch nochmal zuschlagen. Mal gucken, ob da vielleicht was anderes bei rauskommt. Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen intensiver im Mentholgeschmack, minimal intensiver. Aber der ist für mich ein bisschen, ja. Meine Güte. Ja. Ist ein bisschen intensiver im Geschmack. Aber doll ist der auch nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Ich muss nur mal ausschnauben, weil... Den kann ich ehrlich gesagt gar nicht ab. Also ich habe es wirklich sonst... Also natürlich wird immer gesagt, ja, Weichei, ne, Pipapo, blablabla. Aber ich habe auch... Ich kann tonnenweise an Taupe zum Beispiel schnupfen. Oder auch andere Sachen. Und da habe ich das nicht. Zum Beispiel Schmalzler oder so. Auch gar kein Problem. Bei denen hier, finde ich, ist das Menthol so ein bisschen, ich will zwar nicht sagen aggressiv, aber es ist irgendwie so, dass das wirklich sehr reizt. Das ist tatsächlich so. Also es reizt wirklich sehr doll. Und das habe ich jetzt des Öfteren festgestellt bei den etwas schlechter produzierten Marken. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugestehen. Vielleicht mag ich mich da auch täuschen. Ich will das jetzt auch da alles hier nicht zu schlecht reden, weil im Endeffekt steckt da ja auch sicherlich ein bisschen Arbeit hinter. Aber trotz alledem muss ich jetzt sagen, vom Geschmack her, der jetzt auch nicht ultra lange in der Nase bleibt und auf mich so ein bisschen... die Tabakgrundlage ist hier irgendwie nicht so gut getroffen. Also ich weiß nicht, welchen sie da verwenden. Ich würde jetzt mal böse sagen, sie nehmen auch die Tabaksorte, die sie auch für den Chew oder für den Snooze benutzen. Das riecht tatsächlich so ein bisschen auch nach diesen Chewing Bags oder diesem Chew. Und das, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie nichts groß Besonderes. Also das ist eher, macht auf mich den Eindruck auf so ein bisschen, naja, wir müssen, machen jetzt auch nochmal einen Schnupftabak, wir wissen jetzt aber nicht genau, wie wir das machen sollen und ballern da jetzt mal sowas hin. Gut, wir haben jetzt noch den Mento, ne, den werden wir jetzt dann in der nächsten Folge mal testen. Der extra Mento, es ist nicht wirklich doll Menthol. Also selbst bei Crystals, finde ich, hat mehr. Selbst die Gletscherprise hat mehr Menthol drin. Also ganz ehrlich, die beiden sind jetzt wirklich nicht gut. Tabakgeschmack am Ende gibt es hier auch nicht. So, weil es ist ja immer so toll, wenn man dann erstmal Menthol hat, das erfrischt. Und dann im Hintergrund so ein schönes Menthol-Tabakaroma noch rauskommt. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Also das ist für mich jetzt wirklich nicht unbedingt ein großes Highlight. Ich habe jetzt natürlich noch vergessen, wieder zu gucken, wie viel die kosten. Ich meine aber, sie kosten 2,50 Euro, die Dose. Das geht gerade noch so preislich, ist in Ordnung, sage ich mal, dafür, dass es ja auch aus Dänemark kommt. Sag ich mal, das ist dann vielleicht tatsächlich ein bisschen nötig, dass das dann so teuer ist. Da, neu. Mento. Warte. Ich gucke sofort. Ich habe es natürlich jetzt vergessen. Thunder. Ja, 2,50 Euro ist richtig. Also wie gesagt, extra Mento, Fine Grind, Mento, extra Mento Coast, Mento, Mento, Apricool, Apricool und Frosted Coarse.
Ich habe jetzt leider kein Frosted mehr hier, sodass ich jetzt irgendwie nochmal einen Vergleich ziehen könnte. Aber könnte ähnlich sein. Will ich jetzt aber nicht behaupten, weil ich ihn jetzt nicht direkt in der normalen Things habe, da nochmal nachzutesten. Ja, Fazit. Thunder, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte lieber dabei bleiben, Snooze herzustellen. Ist ja nicht schlimm, wenn man sagt, man möchte auch Schnupftabak machen, aber das kommt hier definitiv nicht gut hin. Man merkt hier schon von Anfang, dass sich hier nicht wirklich groß Mühe oder nicht viel Ahnung hintersteckt, hinter so einem Schnupftabakherstellungsbusiness. Nee, nicht gut. Es tut mir leid. Also ich finde die wirklich nicht so klasse. Da gibt es wirklich weitaus tollere Schnupftabaksorten, die ihr euch mal lieber bestellen solltet. Das hier ist von der Qualität her auch noch nicht so top. Also das ist... Da fehlt es irgendwie am allen so ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt wirklich mal sagen. Und ich habe mich ja nun durch viele Schnupftabak schon durchprobieren dürfen und muss tatsächlich sagen, hier lasst, probiert es meinetwegen, aber ich würde es nicht empfehlen unbedingt. Also das ist wirklich nichts Außergewöhnliches. Das ist so einfach so, ja, wir machen mal einen Tabak, ein bisschen Menthol rein, bump. So, und das war's. Also hier ist auch nichts mit extra Mento zu spüren oder so. Kommt hier definitiv nicht durch. Nee, ist nicht gut. Tut mir leid, V2, es tut mir wirklich leid. Ich bin eigentlich, respektiere ich euer Unternehmen sehr, sehr groß und ja, sowieso. Aber dieser hier, nee, also ist wirklich nicht gut. Ich werde nochmal nachpriesen, vielleicht erlebt man ja doch noch das eine oder andere Überraschung. Aber bis jetzt hin, also ich bin da nicht groß überzeugt von. Nee, also nee. Definitiv nicht mein Fall. Ja, was gebe ich dem mal? Also ich mache jetzt mal beidem ein. Fine Grind ist vielleicht ein bisschen mehr Menthol, was man merkt. Aber den Coarse, also das kannst du beides, ist nicht zu empfehlen. Deswegen kriegen die jetzt, oder der extra Mento bekommt von mir nur eine 3 von 10 Punkten. Entschuldigung, es ist leider so, der ist nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Mein Geschmack trifft er definitiv nicht. Probiert ihn, wenn ihr Lust habt. Aber ich sag, glaubt's mir, ich finde ihn nicht gut. Also ich wirklich, wenn ihr wirklich passionierter Schnupfer seid, ne, lasst es. Definitiv. Da gibt's andere. Wir werden jetzt die nächsten Tage nochmal den Mento und den Apricool natürlich auch nochmal probieren. Und ja, werden gucken, vielleicht sind die ja ein bisschen besser. Ne? Und schauen wir einfach mal. Also gut, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit Snooze und ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Und ja, dann sage ich mal bis dann, tschüss, macht's gut und haut rein.